Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich den Boss hier, den... Ich habe den Turm schon im Hintergrund gesehen. Den riesigen, hochhausgroßen Riesen. Ich werde heute übrigens, was ich auch noch nicht gesagt habe, was ich noch nicht angesagt habe, werde heute nicht so lange streamen. Ich werde mal schauen, wie lange ich es mache. Ich werde so gegen 20, ich glaube bis 20 Uhr werde ich heute mal spielen. Mach eine Räuberleiter. Ich will da noch ein bisschen. Ich muss heute noch ein bisschen Mario, Super Mario 3D World aufnehmen. Das lieber früher als später. Nein, nicht zurück. Hoch. Und jetzt springen. Sehr schön. Und jetzt ich oder was? Na, ich muss natürlich wieder springen. Alles klar. Ziemlich hoch. Wenigstens hilft es mir hochzukommen. Ja, ich glaube, hier brauchen wir wieder eine Räuberleiter. Na komm, 6. Sehr schön. Feuerleiter. Räuberleiter und Feuerleiter. Du meinst den Tin Man. Den normalen Mann mittleren Alters, den man schon aus dem Trailer kennt. Ja, genau den meine ich. Den riesigen, großen Typen, der. Der gar nicht normal ist, sondern so riesig wie ein Hohe und wie ein Haus. Das kleine mein Typ. Klinke. Hast du mal eine Klinke? Ah, da ist eine Klinke. Müssen wir eventuell, wir müssen uns eventuell beeilen. Nee, das ist eine verdammte Flasche. Aber der ist ziemlich lang. Wo finden wir denn hier eine Klinke? Irgendwo hier muss eine Türklinke sein. Wir müssen uns beeilen mit der Türklinke. Das Haus bricht uns über uns zusammen. Ja, wie denn? Hier irgendwo lang oder? Da blicke ich schon wieder was nicht. Irgendwas dann, womit die Scheibe durchschlagen können. Wo wir hier weiterkommen. Das bricht hier alles über uns zusammen. Ja. Sekunde. Ach, ich bin mal wieder blöd. Einfacher als man denkt. Die Tür einfach einstemmen. Ich kann nichts garantieren. Ach so. Wird er die Klinke finden? Es gibt keine Klinke. Die Klinke ist eine Lüge, Modi. Die Klinke ist eine Lüge. Wir müssen einfach die Tür eintreten. Einfach die Tür einschubsen. Es gibt keine Klinke. Wie in The Matrix. Es gibt keinen Löffel. Denkt immer dran. Es gibt keinen Löffel. Und er springt in den Tod.
Okay, ich musste also nicht. Oh, wir haben es überlebt. Aber hat Six überlebt? Six? Oh nein. Mein Taschenlampe. Ich glaube, sie ist kaputt. Ach, so ein Mist. Komm, Six. Du lebst noch. Komm. Geht's dir gut? Achtung, Sofa. Okay, geht es noch halbwegs gut. Sie kann auch laufen. Ah, da ist eine Klinke. Ach so, ja. Aber leider. Offensichtlich. Okay, genau. Enter. Okay, damit können wir wirklich nicht so viel machen. Okay, nichts Interessantes. Dort hinten geht's weiter. Sekunde. Wird gerade spannend, ich weiß. Wie immer, wenn die richtige Mütze aufsetzen. Ab zum Fernseher. Mal wieder. Six überlebt alles. Aha. Sagen wir das hier wieder. Okay, das müssen wir irgendwie steuern, gerade machen oder irgendwie so. Okay. Da sind wir wieder in dem dunklen Flur. Ich komme mal der Tür diesmal ein bisschen näher. Na komm. Zur Tür. Oh ja, wir kommen ja schon deutlich näher. Da sind wir an der Tür. Die Tür. Öffnen Sie. Ach du Schreck. Kommen wir hindurch. Lila. Oh, das ist der Mann. Das ist ein Mann hinter der Tür. Der Mann, der den Leuten Gesichter klaut. Und weg hier. Ist im Fernsehen. Er kommt aus dem Fernsehen raus. Haut ab. Ach du Scheiße. Er kommt wirklich aus dem Fernsehen raus. Er ist schon ein bisschen länglich. Kannst du mir nicht sagen. Okay, toll. Jetzt müssen wir dem Ring-Monster anzukommen. Ring. Oder wie ist das? Wie ist der Film, wo die... Samantha hieß die, glaube ich, oder... Als falsche Nennung, so. Wo das Mädchen aus dem Brunnen und aus dem Fernsehen rauskommt. Verdammt! Mein Lieblingscharakter des ganzen Franchises. Das Slenderman.
Schnell weg hier. Unterm Bett verstecken ist keine gute Idee. Aber wo sonst? Six versteckt sich hier. Bringt das was? Nee, natürlich nicht. Samara. Ich bevorzuge das japanische Original. Genau daran erinnert mich das hier sehr stark. Den Film habe ich nie geguckt, aber ich kenne natürlich die legendäre Szene. Wie bis Samara aus dem Fernsehen raussteigt. Verstecken wir uns doch unterm Bett oder was? Slide unter das Bett. Okay. Scheint funktioniert zu haben. Es hat gefunzt. Nein, Six. Er hat Six. Ach du Schreck, hätten wir sie retten können. Nein, Six ist so einer von denen. Von den Schattenstalten. Bleib hier. Oh nein. Six. Er hat mir Six genommen. Das Schwein. Sie haben Six getötet. Ihr Schweine. Kommen wir Six zurück oder was? Was tun wir jetzt hier? Kommen wir jetzt hier schon ins Finale oder was? Ach du Schreck. Ehre genommen, Seele genommen. Ah, okay. Sind wir aus dem Fernseher geschubst worden. Okay, ich geht's hoch. Dann noch einen Fernseher. Aha. Ja, die Szene kennt man aus den Trailern. Das ist ja. Da kommt man mit den Fernsehern sich teleportieren kann. Falsche Richtung. Also wir bringen den Fernseher da oben hin, dann gehen wir wieder rein und lassen uns nach oben teleportieren. So der Plan, wie ich denke. Jetzt müssen wir hier natürlich an die Klinke ran. Oh, okay, wir fangen gleich mit der ganzen Tür ins Haus. Na komm, jetzt teleport. Sind wir alleine unterwegs, ohne die liebe Six, liebe böse Six. Ob die noch einen Endgegner für uns wird, die Six, Six selbst zum Endgegner wird, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, nur nein. Wir wissen es nicht, das macht uns Angst. Ja. So, hier hoch. Hier geht's weiter. So, in welches Gebäude gehen wir jetzt als nächstes rein? Wir waren schon in der Schule, wir waren beim Förster, im Forsthaus. In der Schule waren wir schon, im Krankenhaus waren wir. Jetzt kommen wir in die Fernsehanstalt oder was? Okay, jetzt müssen wir irgendwo einen Fernseher finden, der uns hoch teleportiert. Der hier ist aus. Ist eine Fernbedienung. Mach an. Aha.
Sehr schön. Fernbedienung nehmen wir mit. Okay. Hier ist ein Fernseher. Okay, die Fernbedienung haben wir nicht mehr mit. Oder doch? Ah, doch, haben wir. Sehr schön. Wir hätten vielleicht den Fernseher da drüben ausmachen sollen. Damit wir nicht zurück teleportiert werden. Ab durch die Glotze. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Fernseher aus. Glotze aus, Mickey Maus. Vielleicht hätten wir auch den Fernseher da unten ausschalten sollen. Okay, wir versuchen es mal. Wo bringt uns der jetzt hin? Man kommt fast schon an. Sollen wir den ausschalten? Okay, wir haben ihn ausgeschaltet. Und jetzt? Und nun? Jetzt geht's hier wieder zurück. Hier gibt's noch eine Röhre. Und durch. Oh, eine Mütze. Eine Polizistenmütze. In den Hut. Sehr schön. Wachmann Mono. Tja, nun hängen wir hier fest oder was? Wenn wir den Fernseher dann ausgeschaltet haben. Können wir hier überhaupt noch hoch? Seltsam. Jetzt sieht Mono ein bisschen aus wie der Schaffner, den Morty mal in Human Fall Flat gespielt hat, den Manga Schaffner. Weißt du, wen ich meine? Aus dem Anime, den Typen hier, den. Das erinnert mich irgendwie daran. Damit können wir vielleicht hoch, aber. Ah, sehr schön. Sollten wir es verschieben. Weißt du, welchen Manga Schaffner ich meine, Modi? Hast du nicht jemanden verflett, doch so einen Skin gehabt? Ja, okay, jetzt haben wir hier. Wir haben den Fernseher ausgeschaltet, deswegen. Wird uns das jetzt nicht mehr viel bringen. Wenn uns so ein anderer Fernseher an ist. Falls wir da nicht irgendwo hochkommen. Ich fürchte, den hätten wir anlassen sollen. Hier wieder schwebende Blutmann aus Rick and Morty in die Fahrkarten, bitte. Okay. Hier muss doch irgendwie einen Weg geben, wie wir wieder hochkommen können. Ah, so. Sehr schön. Fernseher. Dafür ist eine Fernbedienung.
ist was aus der Ferne mit anschließen können. So, jetzt mal hier durch. Nicht. Na, siehste. Ich wechsle mal kurz den Hut. Lang genug mit dem Polizisten gespielt. So, jetzt kommen wir doch bestimmt lang. Das mussten wir nur machen. Wir mussten uns hier nur eine Sache hinstellen, die uns. Jetzt muss ich mich nur noch um Jump'n'Run üben. So, dass ich hier mal rüberkomme. Sehr schön. Sind wir rübergekommen. Sehr toll. Und Haken. Hakenfahrt und die Kleiderklammern. Nicht Kleiderklammern, die Wäscheklammern. Springen raus. Ist aber nicht die leeren waren. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob wir das ausschalten sollen. Bin mir sicher, dass wir das nicht ausschalten sollten. Bin mir sicher, dass wir es nicht ausschalten sollten. Ein Fernseher. Der lenkt die schön ab. Dann haben wir ein Mittel für später, wenn wir dann gegen die kämpfen sollen, wenn wir den ausweichen sollen. Die Gesichtslosen. Lassen sich vom Fernseher ablenken. Wenn hier so ein Gesichtsloser frei herumläuft. Oh, schöner Balkon. Dann wissen wir, wie wir die ablenken können. Wie, wir kommen das Fenster nicht durch, oder was? Was ist hier los? Kühlschrank. Oh, keiner packt in den Kühlschrank rein. Im Backofen komme ich auch nicht weiter. Ich glaube, etwas stimmt mit Oma nicht. Der Doktor muss echt hart gewesen sein für sie. Glaube ich auch. So, wie kommen wir jetzt hier lang? Ah, das ist ein Fernseher. Ach du Scheiße, nein. Wir müssen Oma weglocken vom Fernseher. Dann wir den als Teleporter benutzen können. What the fuck? Aber wie? Wie überleben wir das? Ich hier hinter verstecken? Nicht da. Okay, jetzt guckt's dort auf den Fernseher. Schnell rein dort. Bevor hier was passiert. Okay, sehr schön. Und bemerkt uns auch gar nicht, dass wir aus dem Fernseher rausgesprungen sind. Hauptsache Fernsehen. Die Fernsehsucht hier auch mal wieder. Sehr schön. Die Fernsehsucht sehr schön porträtiert. Okay, ich habe eine Befürchtung, was wir hier machen sollen.
uns verstecken. Damit er uns nicht entdeckt. Nein, wir sind gar nicht da. Nein, wir sind gar nicht da. Ach, so ein Mist. Vielleicht können wir die irgendwie von unten ausmachen. Wir hätten einen anderen Fernseher anmachen müssen. Susa, dann wäre er abgelenkt. So war er jetzt voll gefokust auf uns. Fokussiert. Okay. Erstmal den anderen anmachen. Wir sind gar nicht da. Ups. ja. Blind links in den Abgrund gestolpert. Ach du Scheiße. Wir gleich auch. Hoch mit uns. Und weiter ins Bad. Und weiter aus dem Bad raus. Ich denn nur noch was in der Badewanne finden können, aber oh, ein Bett. Das steht aber weiß draußen. Das Bett. Ja gut. Der hat keine Augen, hat etwas Respekt. Ja, aber der hat Beine, der hat Gefühle, der kann auch, der merkt doch irgendwie, wenn er, man muss doch mitkriegen, wann der Boden zu Ende ist. Das kriegt man auch mit verschlossenen Augen und ohne Augen kriegt man das hin. Merkt man doch, dass irgendwo der Boden vorbei ist. Ja, nicht, wenn man so schnell rennt, aber soll halt nicht so schnell rennen. Okay. Lemming Menschen. Ach du Scheiße. Können wir die ausknipsen? Auf die Tastatur klicken. Scheint so. Zap. Haben wir sie ausgeschaltet? Aha. Devin Texas hat angekündigt. Aha, eine Ankündigung von Death and Stakes ist interessant. Die können kein Fernsehen mehr gucken, deshalb hat man sich vom Dach gestürzt. Ja, wenn die Sucht so weit geht. Ups. Da haben wir uns auch gleich vom Dach gestürzt. Das war nicht gut. Obwohl, wenn du so eine Bude hast, was wirklich das Dach ein riesiges Loch im Dach ist, wo du nichts mehr hast, bis auf den Fernseher und dann der Fernseher kaputt geht, das kann schon mal hier ordentlich. Das kann schon mal aufs Gewissen, aufs Gemüt. Schon mal aufs Gemüt gehen. Okay. Wir müssen irgendwie den Fernseher runterstoßen. Ich glaube, den schalten wir zur Sicherheit mal ein. Falls wir da mal festhängen, können wir wieder zurück. Schuss runter. Aha, und jetzt vielleicht wieder rein und dann. Und dann da rausfallen, dann gleich ins nächste Fenster. Sehr schön. Und hoch mit dir.